Denn die BMV hat auf ihrer Facebook-Seite ja ein Themenfeuerwerk für diese Landtagssitzungswoche angekündigt. Ich bin schon gefragt, warum ich einer der Adressaten bin der BMV-Werbung. Wahrscheinlich ist man schon auf der Suche für neue Fraktionsmitglieder, wenn man sich dann hier umbenennen möchte künftig. Aber ich kann Ihnen sagen, Herr Kollege Wild, ich fühle mich in meiner Fraktion sehr wohl, egal unter welchem Label Sie hier jetzt oder künftig laufen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass man, wenn man sich schon als CSU des Nordens hier generieren will, dass man natürlich auch versucht, ein bisschen abzukupfern bei den Kollegen in Bayern. Der Kollege Söder hat den entsprechenden Vorschlag gemacht und kann auch nur staunen, dass dann die Oppositionsfraktionen, die das jahrelang auch gefordert haben, in Bayern sind es, glaube ich, SPD, Grüne und Freie Wähler, das jetzt ablehnen. Also in der Tat ist es auch immer ein bisschen die Frage der Perspektive. Sie haben ja jetzt den ganz, ganz großen Bogen gespannt, hier von Trump zu Erdogan, China war dabei. Da muss man sich mal fragen, worüber reden wir hier? Wir reden über eine Amtszeitbegrenzung der Ministerpräsidentin für Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn Sie dann auch Interviews zitieren, wo der Kanzlerin fehlende Bürgernähe vorgeworfen wird, ich sage mal so ganz vorsichtig, wenn man 8-mal seinen Wahlkreis direkt gewinnt und auch sehr überzeugend direkt gewinnt, wenn man da nicht bürgernah ist, wenn man da nicht auch regelmäßig bei den Menschen ist, glaube ich, dann hätte man solche Ergebnisse nicht erzielt. Das sollte man vielleicht hier auch im Land zur Kenntnis nehmen. Die Demokratie lebt vom Wandel, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und ich habe es in der ersten Lesung gesagt, wiederhole es heute gerne nochmal, denn es ist mittlerweile noch ein weiteres Bundesland dazugekommen. In den letzten Monaten sind von den 16 Bundesländern gab es 7 neue Ministerpräsidenten. Hamburg ist dazugekommen, neu regierender Bürgermeister. Also es findet auch schon ohne Amtszeitbegrenzung ein Wandel statt. Mecklenburg-Vorpommern, Sie haben es gesagt, hat das Phänomen, was Sie hier beschreiben, ist ja noch gar nicht erlebt, dass jemand länger als 10 Jahre im Amt geblieben ist, ein Ministerpräsident. Und von daher zeigen einfach mal diese Fakten, dass hier auch an der Stelle gar kein Handlungsbedarf besteht. Und bundesweit in der langen Geschichte der alten Bundesrepublik und jetzt seit 1990 gab es insgesamt nur 47 Ministerpräsidenten, die länger als 2 Wahlperioden im Amt waren. Von daher zeichnen Sie ja auch ein Bild hier, das aus meiner Sicht auch der Lage hier nicht gerecht wird. Und am Ende ist es, glaube ich, auch immer die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. Und natürlich nehmen die Einfluss, denn es gibt in unserem parlamentarischen System, wählen Sie Parteien, die haben Spitzenkandidaten und der Anspruch zumindest der größeren Parteien ist natürlich auch, dass derjenige dann auch Ministerpräsident bleibt oder wird. Und damit haben Sie natürlich auch als Wähler dort einen direkten Einfluss. Und ich glaube, es ist den Wählern auch nicht zu vermitteln, wenn dort beliebte Ministerpräsidenten, egal in welchem Land, egal welcher Partei sie angehören, dann auf einmal ihre Arbeit aufgeben müssen, weil sie nicht wieder antreten dürfen. Von daher halte ich das an der Stelle für ziemlich inkonsequent, denn, und das mussten Sie sich vom ersten Mal schon anhören, das kann ich Ihnen auch heute nicht ersparen, Sie beschränken es auf den Ministerpräsidenten, wohl wissend, dass es wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht passieren wird, dass Ihre Partei dort zum Zuge kommen wird, hier Mecklenburg-Vorpommern. Sie Minister sparen Sie aus, müssten Sie mal erklären, warum ein Minister hier 20 Jahre im Amt sein kann oder 30 oder 40, das müssten Sie mal erklären. Und Sie müssen auch mal erklären, warum Landtagsabgeordnete länger als 2 Wahlperioden tätig sein dürfen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, kann ich nur sagen, am eigenen Stuhl sägt man ungern irgendwelche Positionen, die weit, weit weg sind. Da kann man natürlich dann mal die Axt ansetzen. Ich glaube, wir haben, und das zeigt ja auch die Zusammensetzung dieses Landtages, hier ist Bewegung im System. Von daher, glaube ich, brauchen wir da jetzt an der Stelle keine Neuregelung an der Stelle. Und Kollege Förster, Sie haben ja wieder mal das Machtmonopol und die Machtkämpfe in den etablierten Parteien angesprochen. Da kann ich nur müde und ganz milde lächeln. Wenn ich mir anschaue, die Schlagzeilen, die Sie als relativ junge Partei in den letzten Jahren hier produziert haben, sei es im Land, sei es auf Bundesebene, da wird ja auch nicht gerade mit Wattehandschuhen gekämpft. Da geht es hart zur Sache, bis hin zu persönlichen Verletzungen. Da landet man vor Gericht miteinander. Das führt dazu, dass Kollegen hier gar nicht mehr der Fraktion angehören. Also da wird ja wirklich, da tun Sie mal nicht so, als wenn Sie hier dort irgendwie was Besseres sind an der Stelle. Es geht bei Ihnen viel, viel schlimmer zu als in den meisten Parteien. Und das würde ich an der Stelle gerne nochmal unterstreichen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.